So, dann knöpfen wir uns mal den Rest vor. Aber erstmal sollten wir Geschwindigkeitstrank trinken, damit wir möglichst schnell zu den Schützen hochkommen. So, und los geht's. Da ist auch schon einer. Ah, das ist bloß ein Buddler. Hier noch irgendwo einer? Nee. Wo sind denn die alle hin? Hier geht's runter zu den Minecrawlern. War es das etwa schon an Wachen? Ah, da ist noch ein Butler. Da unten haben wir schon alle umgebracht. Gehen wir zurück und halten unter. Ah, da haben wir noch einen. Zwei. Hoch da. Ah, ist ja auch fies. Hat sie da richtig verschanzt. So. Jetzt haben wir dich aber. Hinterhältiger Typ da. So, nur eins. Und wo ist dein Kumpel? Der lag. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ah, komm, schnell. Bevor der andere sein Schwert wieder hat. Genau das Schwert. Ja, ist ein wenig zu knapp immer. Aber wir schaffen es und das ist das Wichtigste. So. Das heißt, jetzt wird geplündert, Heiltränke getrunken und dann schauen wir uns hier mal weiter um. Da scheint noch ein kleiner Ausblick zu sein. Nee, da geht's nach oben. Stimmt, hier sind wir ja runtergesprungen als Assel. Oh, den Trank nehmen wir noch mit. Hier ist sonst nichts und wir brauchen unbedingt eine Fackel. Da haben wir inzwischen mehr als genug dabei. Dank der ganzen Wachen, die wir umgebracht haben. So. Noch ein Trank, der kommt auch mit. Und ja, nach oben müssen wir nicht mehr wirklich, da kommen wir ja her. Das heißt, wir plündern die beiden noch und gucken uns dann unten um, wo die Minecrawler waren. Obwohl es echt praktisch wäre, jetzt mal mit Gorn zu sprechen, wie das aussieht. Und da oben ist noch ein Butler. Also wie das aussieht mit unserem Angriff. Denn wir hatten ja eigentlich nur die Aufgabe hier, erstmal ein paar umzubringen. Aber danach hätte er wohl mit uns sprechen müssen. Und wie kommen wir da jetzt rüber? Ja, das könnte ein Problem werden. Weil der uns immer wieder von der Leiter hier holen wird. Ja, vielleicht sind wir ja schnell genug. Nee, das müssen wir anders regeln. Hier wieder runter. Und kommen wir vielleicht da hoch, ohne abgeschossen zu werden? Nee, ich denke nicht. Wir kriegen ja von links einen reingewirkt. Genau von da. Und wenn wir da hochklettern, kriegen wir von der anderen Seite einen ab. Das ist echt übel hier. Na, Versuch es wert. Schnell hoch. Schnell, hoch, schnell, hoch, schnell, hoch, schnell, hoch. Und jetzt bitte nicht abschießen. Ah. Knack. Ja, genau das meine ich. Ah. An die beiden werden wir nicht rankommen. Jedenfalls nicht. Oh oh. Was war das gerade? Hat irgendjemand eine Waffe gezogen? Erstmal einen Heiltrank und dann müssen wir uns echt überlegen, was wir da machen sollen. Also wir könnten die Gardisten oben einfach ignorieren und runtergehen zu den Crawlern, aber eigentlich sollen wir hier aufräumen. Ah, der da hinten ist schon mal nicht mehr so aggressiv, das ist gut. Und ha, dich haben wir endlich. So. Dann räumen wir halt von der Seite hier auf. Ist ja auch in Ordnung. So. Kommt mit. Kommt mit. Kommt alles mit. Oh, hier geht es anscheinend gar nicht weiter. Ne, hier sind nur zwei Butler, die Pause machen. Hm.
Warte, wir müssen noch irgendwie zu dem Gardisten da. Da könnten wir von der Seite aus rüberspringen, auch wenn das recht gefährlich sein könnte. Und dann da, wo der Butler ist, hoch. Ist daneben eine Wache? Ne, das ist so ein Erzbrocken, ne? Ja. Aber trotzdem, da bei dem Butler nochmal hoch und dann gucken, was da auf der Holzplattform ist. So, aber wie immer, erstmal ein Heiltrank. Oder auch zwei. Und ein Geschwindigkeitstrank. Und dann schauen wir mal, ob wir da rüber hopsen können. Ja, einfach hier runter. Okay, vielleicht nicht runterspringen, sondern runterklettern. Aber was soll's. Und jetzt von hier aus da. Au. Autsch. Ja, das war ein wenig falsch getimter Sprung. Aber naja. Wir könnten alternativ auch einfach die Leiter hochklettern. Denn jetzt haben wir auf der anderen Seite ja keinen Schützen mehr, der uns da runterholt. Und der kommt uns entgegen. Das ist ja auch mal ein netter Service. Hallo. Trottel. So. Stirb. Ja, der hier war eindeutig zu neugierig. Hätte einfach oben bleiben sollen. Aber na gut. So, hoch da und hoffen wir mal, dass kein Kumpel von ihm genau vor der Leiter steht und mit der Armbrust wartet. Aber, nö, sieht gut aus. Und das war's auch hier schon. Das heißt, wir müssen jetzt wohin? Da oben waren wir schon, da ist eine Sackgasse. Wir müssten die Leiter dann auch hoch und da gucken, was ist. Das heißt, hier die Leiter runter. Fallen. Dann da hoch, scharf rechts rum. Und da hoch. Und wenn da nichts ist, dann müssen wir halt hier den Gang runter und gucken, was bei den Minecrawlern da ist. Und hier ist auch nur eine Sackgasse. Ja, dann bleiben nur die Minecrawler. Komisch, komisch. Irgendwo müsste hier noch ein Ork-Sklave sein. Den hätte ich eigentlich bei den Wachen erwartet. Aber vielleicht konnte er ja fliehen. Auch wenn fliehen in ein Nest von Minecrawlern keine so gute Idee ist. So, was war denn das? Achso, nur ein Krug. Nö, der kann ruhig da liegen bleiben. So, hier wird es wieder dunkel. Das heißt, Heiltrank und Fackel. Oh, da ist gleich der erste Crawler. Und er ist allein. Und da hinten sitzt jemand. Seelen ruhig, obwohl hier überall Crawler sind. Na gut. Das ist vielleicht unser Ork? Ja, sieht recht massiv aus. Oh, aber erstmal da unten den einen Crawler noch hier hochlocken. Komm her. Komm her. Na komm. Ja, dein Freund kann ruhig da hinten bleiben. Na komm, ein guter Treffer noch. Ein guter Treffer noch. Sehr schön. Wir wollen aber trotzdem deine Crawler-Platten haben. So. Oh, der Butler ist dem Ork wohl zu nahe gekommen. So, den Crawler da unten ignorieren wir erstmal. Wir schauen erstmal, ob der hier einigermaßen friedlich ist, der Ork. Und wenn ja, ob er dieses Ulumulu für uns hat. Tarok brauchen Hilfe! Tarok verletzt! Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahluk.
Bitte helfen! Tarok verletzt! Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Also hat irgendwo seine Medizin verloren, aber fragen wir erstmal ein paar Sachen nach. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Ich kann die Medizin nicht finden. Fremder suchen weiter. Medizin hier unten sein. Tarok fliehen vor Gahluk. Tarok sich bei Flucht verstecken. Fremder auch suchen in Nischen. Okay, ja, das soll uns doch erstmal als Hinweis reichen. Das heißt, wir knöpfen uns jetzt den da unten vor und gucken uns dann schön in den Nischen um, wo der Ork sich versteckt haben könnte auf der Flucht. Und neue Fackel. Ja, obwohl es fraglich ist, dass es so nah an ihm dran ist. Wenn die Medizin irgendwo hier unten gelegen hätte, hätte er sich vielleicht schon geholt. Eine Fackel, ein altes Schwert, nee. Was haben wir hier? Ein Minecrawler in einem Seitengang, da können wir aber später hin. Gehen wir hier alle schön Schritt für Schritt durch. Da ist der andere Minecrawler. Hier kamen wir her. Und das ist der Minecrawler, den wir eben gerade durch diesen Seitengang gesehen haben. Nehme ich einfach mal an. Oh, mehr Platten für unsere neue Rüstung. Mehr Fackeln für Licht. Und hier irgendwo vielleicht. Na, schaut nicht gut aus. Kommen wir da hoch? Ja. Ork-Medizin, sehr schön. Das kommt mit. Das kommt mit, das kommt mit. Und. Das ist gerade ein Buch. Die Gabe der Götter. Na gut. Lässt sich vielleicht irgendwo mal verkaufen. Das war ja eine recht schnelle Suche. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier rum. Da durch. Und zum Ork. Der ist uns dann hoffentlich noch besser gestimmt, als er jetzt schon war. Und macht uns dieses Ulumulu oder wie auch immer das Ding heißen sollte. Hier. Ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Ord-Antak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Lauter Sachen, die wir nicht verstehen können. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Das könnte ein Problem werden. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Das könnte auch ein Problem werden. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Also entweder im Orkgebiet oder im Nordosten. Na gut. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Dvachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer,
dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Ja, macht Sinn. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll machen großes Löcher in Beute. Trolle sind schon mal keine gute Idee. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ja. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Du mir geholfen, also ich dir helfen. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, aber es wird eine ganze Weile dauern, bis wir wiederkommen. Erstmal brauchen wir diese vier Bestandteile. Und wir müssen unbedingt Gorn finden. Damit wir ihm sagen können, dass es hier drin so weit sicher ist. Da unten war nur Minecrawler. Was haben wir denn da? Gucken wir nochmal ganz kurz. Achso, hier haben wir die Medizin gefunden. Also geht's hier nirgendwo mehr weiter. Das heißt, wir können nur noch rauslaufen. Aber gut, erstmal speichern wir ab. LP 73.